Sonntagnachmittag. Die Traumparade von Radio Okawelle zu Gast beim Peiner Eulenmarkt. Miriam Wilbert-Schunke hat es wieder geschafft, bekannte Schlagerstars auf die Bühne zu holen. Den Anfang macht eine Künstlerin, die sich schon vor mehr als 40 Jahren in die Herzen der Zuschauer gesungen hat. Die unverwüstliche Tina York. Ich war bei Hacky damit ganz vorne, Platz 1. Und es gibt natürlich keinen Auftritt, in dem ich dieses Lied nicht singe. Das gibt es einfach nicht. Und es war mir auch eine Freude. Denn ohne dieses Lied würde ich bestimmt hier nicht mehr stehen. Das heißt nicht, dass ich verstorben wäre. Aber ich würde vielleicht nicht mehr auf der Bühne sein. Ja, es hat mich 40 Jahre ganz wunderbar durch die Jahre gebracht und ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Noch ganz viel Spaß mit den Kollegen und danke, danke, danke und ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit meinem bisher erfolgreichsten Lied. Wir lassen uns. Ja, genau so ist es. Jetzt brauchen wir Augenkontakt, sonst geht's nicht los. Sich für die Liebste der Welt. Oh, ich bin sehr klug. Und sie gibt nur das, was ihnen gefällt. Ich bin selbst betrug. Was jemand auf die jungen Menschen fallen lässt, glaub ich, thank you.
Bei der Traumparade von Radio Okerwelle beim Peiner Eulenmarkt. Denn du bist ja heute das erste Mal bei uns zu Gast. Und natürlich wollen wir auch wissen, hat es dir so gut gefallen, dass du dann wiederkommen würdest? Ich würde jederzeit wiederkommen. Auch wenn das Wetter nicht so toll wäre wie heute. Weil das Publikum ist ganz entzückend. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich hier war. Vielen Dank auch Mira. Und ja, bleibt gesund, ne? Bis wir uns dann irgendwo und irgendwann mal wiedersehen. Ja? Ich sag vielen lieben Dank und einen Riesenapplaus an Ihre und unsere Tina York. Ciao, ciao. Sie ist doch ein absolutes Goldstück. Ja, hallo, liebe Zuschauer von Kulturnah. Ich freue mich, dass ich heute hier in diesem schönen Ort Peine sein darf, bei diesem wunderbaren Schlagerfest. Und ja, ich denke, ich werde alles geben. Nein, ich denke nicht, ich weiß es. Ich habe viel Kraft, Energie und gute Laune mitgebracht und werde ja, Sie gut unterhalten, schöne Musik machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihr Jockey Brunner. Tiefe Spuren in unserem Herzen, tausend Sünden im Gesicht. Die nächsten 100 Jahre, die liegen noch vor uns. Wir sind alle, alle noch am Leben. Ein Glas zu viel. Das schadet nicht, wenn man nicht nur braucht, wie sie Licht. Wir sehen an, hauen auf den Tisch, es ist überall, wie alt du bist. Wir sind alle über 50. Die Zeit vergeht, wie der Wind zieht sie vorbei.
solange die Leidenschaft noch lebt, solange die uns sich noch was weht. Wir sind alle über 50, haben nicht, ich zumindest, tiefe Spuren in unserem Herzen, tausend Sünden ersicht. Kommen hier in Peine und ich freue mich sehr, heute wieder bei der Traumparade mit dabei zu sein, mittlerweile jetzt schon zum dritten Mal. Und der Ehrenbürger der Stadt hat mich gleich begrüßt. Na, wenn das kein gutes Omen ist. Also ich freue mich auf die Veranstaltung und die vielen Peiner, die hoffentlich kommen werden und auch die Gäste aus dem Umland. Ich freue mich auf einen schönen Nachmittag mit euch. Jahr für Jahr.
Beinen gesehen. Thank you.
jetzt unsere 12. Ausgabe der Traumparade beim Peiner Eulenmarkt. Wie hat sie euch denn gefallen? Wollen wir denn die Traumparade im nächsten Jahr wieder mit Radio Okawelle und Peine Marketing auf die Beine stellen? Kommt ihr dann auch alle? Das ist schön. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Radio Okawelle, unserem Sender in Braunschweig, bedanken. Seit 19 Jahren bin ich für den Sender tätig und es macht mir immer wieder große Freude, jeden Samstag in der Zeit von 8 bis 10 Uhr die Traumzeit, die Traumparade und auch das Traumtreff. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren Geschäftsführer Wolfram Bäse-Jöppes. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Tina York. Sie ist eine fantastische Interpretin und steht schon seit über 40 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Vielen tausend Dank, liebe Tina, dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist, damit du immer an uns denkst, beim Peiner Eulenmarkt ein Frühstücksbrettchen, damit du uns nicht ganz so schnell vergisst. Vielen Dank. Und du kriegst natürlich noch Blumen dazu. Einmal noch Blumen für dich. Liebe Tina, noch einmal Blumen für dich. Dann war extra aus Österreich angereist der Publikumsliebling, der Elitestar, Jobbel Brunner, der Superstar. Kreuzen sich mit mir noch einmal auf ihn bei unserem Finale. Und jetzt gibt es noch mal ein paar Blumen für den Jobbel Brunner bei unserer Traumparade beim Peiner Eulenmarkt. Und ein Kuss. Fast ein Kuss. Und ich bedanke mich, dass sie zum dritten Mal bei uns dabei ist, bei der Traumparade beim Peiner Eulenmarkt. Wir freuen uns auf die bezaubernde Uta Dresden und sagen tausend Dank. Uta, habe ich richtig mitgezählt? Ist das schon dein drittes Frühstücksbrettchen, das du jetzt von uns bekommst? Ich glaube, beim letzten Mal auch eins. Oh ja. Ja, muss doch mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es wunderschön. Traumparade. Genau, hier in Peine ist ja ein verkaufsoffener Sonntag. Und da wollen wir immer auch tolle Erinnerungen für dich da machen. Ich sage vielen lieben Dank an die Uta. Und jetzt gehen wir noch kurz zusammen alle nach vorne und verabschieden uns von der Traumparade beim Peiner Eulenmarkt. Ein unterhaltsamer Sonntagnachmittag geht zu Ende. Das Wetter war super, die Schlagerstars gut drauf, volksnah und liebenswürdig. So wie man sich solche Interpreten wünscht. Danke an Miriam von der Traumparade und danke an das tolle Peiner Publikum.